Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer Session Kauf mich. Worum geht's heute? Heute geht's darum, was treibt eure Kunden und Kundinnen an? Das Thema Motive. Die Frage ist, wie bekommst du in deinem Verkaufsprozess, in deiner Kommunikation, in deiner Online-Marketing-Kommunikation von deiner Zielgruppe, von deiner Bedarfsgruppe das große Ja. Was musst du tun und auf was solltest du achten? Wichtig ist hier, dass du die Motive deiner wahrscheinlichen Kunden kennen solltest. Und spricht man über Motive in der Marketing-Szene, hat man immer relativ schnell die Diskussion, ja, wie bringe ich denn die Motive in meiner Marketingkommunikation in die Köpfe meiner Bedarfsgruppen? Die Antwort hierauf: überhaupt nicht, gar nicht. Warum? Weil die Motive bereits in den Köpfen deiner Kunden und Bedarfsgruppen vorhanden sind. Der bekannte Hirnforscher Manfred Spitzer hat das ungefähr so formuliert. Ich zitiere: Die Frage danach, wie man Menschen motiviert, ist etwa so sinnvoll wie die Frage, wie erzeugt man Hunger? Die einzige vernünftige Antwort nach Spitzer ist gar nicht. Der Hunger, er stellt sich von alleine ein. Also, lasst uns mal näher auf die Motive eingehen. Was sind eigentlich Motive? Was sind Grundmotive des Menschen? Es gibt hier sehr, sehr, sehr viele Modelle. Also, wer aus dem Psychologiestudium kommt, weiß, es gibt hier eine Vielzahl von Modellen. Ich benütze als Werbepsychologe und als Praktiker sehr gerne das sogenannte Zürcher Modell über die drei Grundmotive von Norbert Bischof. Und dieses System, das Zürcher Modell der sozialen Motivation, möchte ich euch jetzt auf den nächsten Seiten etwas näher bringen. Norbert Bischof hat als erstes System das sogenannte Sicherheitssystem genannt. Was versteht er unter Sicherheitssystem? Sicherheitssystem oder Sicherheit meint das Streben der Menschen nach Geborgenheit, nach Sicherheit. Ja? Das Hingezogensein zu vertrauten Menschen, die Sicherheit, die die Familie gibt, die einem Freunde geben. In das Sicherheitssystem gehört also auch das Fürsorgemotiv. Fürsorgemotiv meint die Motivation, seinen Nächsten, seinen Freunden, seinen Eltern, seiner Familie, seinen Verwandten zu helfen. Und das meint das Sicherheitssystem. Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Norbert Bischof nennt noch ein zweites System, das sogenannte Erregungssystem. Auch hier wieder das Streben nach Neuem, die Ablösung von dem Alten, Abwechslung suchen, weggehen, rausgehen, das Streben hin zu etwas Fremden, das Erkunden, der Erkundungstrieb, Ablösung vom Alten. Also evolutionsmäßig oder mit der Evolutionslehre gedacht, meint das hier die Abnabelung von der eigenen Familie mit der Funktion, dass ich meine Gene mit fremden Genen da draußen vermische, also dass Inzest vermieden wird. Und ein weiterer Aspekt in diesem Erregungssystem ist dann eben auch, oder hier gehört dann eben auch der Spiegeltrieb hin. Also man sieht schon in diesen beiden Systemen Sicherheit und Erregung und auch in dem folgenden, in dem Autonomiesystem, das ich euch gleich vorstellen werde,
dass Norbert Bischof, und das ist meines Erachtens die Errungenschaft von Norbert Bischof, dem deutschen Psychologen, dass er eben unterschiedliche Erkenntnisse aus der Hirnforschung, aus der Evolutionslehre, aus der Verhaltensforschung, aus der Motivationspsychologie und aus der Entwicklungspsychologie eben zusammenbringt und seine Motive auf drei Grundmotive des Menschen praktisch reduziert. Und deswegen ist es für mich auch für die Praxis so interessant und so gut anzuwenden, weil es einfach einen schnellen Überblick gibt und ein gutes Gespür für die Vorgehensweise. Jetzt schulde ich euch noch die Erklärung des sogenannten Autonomiesystems. Autonomie meint das Streben nach Macht. Es meint das Streben nach Unabhängigkeit, dass ich mich anderen gegenüber durchsetzen kann, dass ich als Person Kontrolle und Macht über andere bekomme. Natürlich auch, dass ich mich selbst in meinen Verhaltensweisen beherrsche. Es meint meinen Selbstwert. Das Gegenteil von Autonomie, und so könnt ihr euch das gut vor Augen führen, ist fremdgesteuert durch andere Menschen zu sein. So, damit haben wir jetzt die drei Systeme nach Norbert Bischof eingeführt: das Sicherheitssystem, das Erregungssystem und das Autonomiesystem. Und ihr müsst nur noch wissen, diese Motive, diese Systeme werden in den ersten Lebensjahren von uns Menschen angelegt und bestimmen dann unser weiteres Verhalten in Zukunft. Ja. Also, Sicherheit, merkt euch, Vertrautheit, Geborgenheit, Anschluss an die Gruppe, an die Familie, die Fürsorge, Erregung, Ablösen auf der Suche nach was Neuem, Spieltrieb, Abenteuer, Veränderung und Autonomie, Geltung, Macht, Leistung, Selbstwertgefühl. Und wie wir nachher sehen werden, deswegen erkläre ich euch das. Wir haben als Menschen diese drei Motivsysteme. Und wir sind unterschiedlich ausgelevelt. Der eine ist mehr der Sicherheitsmensch, der andere ist mehr der Erregungstyp und der andere ist vielleicht mehr der Autonome. Und es kann sein, dass bestimmte Ereignisse, wie wir noch sehen werden, diese drei Motivsysteme in eine Schieflage bringen. Und wir als Menschen diese Schieflage nun wieder ins Lot bringen wollen und deswegen eine bestimmte Motivation haben, bestimmte Dinge zu verändern. Warum ist jetzt die Kenntnis dieser Grundmotive für das Marketing, für die Werbung und für das Online-Marketing so wichtig? Das ist eigentlich ganz einfach, denn die Kenntnis der Motive ermöglicht es uns erst, wenn wir wissen, welche Schieflagen gibt es da draußen, Lösungen, Wertangebote zu entwickeln, Produkte oder Dienstleistungen für eine bestimmte Bedarfsgruppe, damit die ihre Schieflage wieder ins Lot bekommt und sich wieder gut fühlt. Die Kenntnis der Motive ist aber auch wichtig, wenn ich weiß, wie fühlt, wie tickt die Zielgruppe, dass ich meinen Dialog entsprechend ausrichte. Das heißt, die Kommunikation, das Kodieren meiner Botschaft gegenüber diesem Empfänger, dieser Bedarfsgruppe, hat einen Fit. Es wird passen, es wird viel besser funktionieren, wenn ich die Motive der Zielgruppe kenne, weil dann auf der einen Seite das Kodieren, klappt und auf der anderen Seite beim Empfänger das Dekodieren, wie wir noch sehen werden. Kenne ich die Motive meiner Bedarfsgruppe, kann ich natürlich viel besser Leads generieren. Und kenne ich die Motive meiner Bedarfsgruppe, meiner Nachfrager, meiner zukünftigen Mitarbeiter, kann ich natürlich auch ein viel effektiveres und effizienteres Employer Branding betreiben. Grundsätzlich, all diejenigen unter euch, die Inhalte erschaffen müssen, für Werbemittel, für Websites, für Landingpages, ihr könnt viel besser kodieren, wenn ihr die Motive, wenn ihr die Beweggründe und Insights eurer Zielgruppen kennt.
Jetzt kommt an dieser Stelle natürlich immer gleich die Frage, ja, gut und schön, aber wie qualifiziere ich denn diese so wichtigen Motive, diese so wichtigen Grundmotive, die drei Grundmotive des Menschen, wie jeder getaktet ist? Wie ist denn der Level bei dem und dem und dem? Was treibt diesen Kunden denn an? Und hier bin ich halt in der Marktforschung und jetzt kann ich eben qualitativ oder quantitativ, kann ich jetzt eben vorgehen und die Psychologen unter euch oder die Forscher unter euch, ich habe hier natürlich die Methode des Experiments zur Verfügung. Ich kann befragen, qualitativ. Ich kann Interviews machen. Ich kann tiefen Interviews machen. Ich kann Menschen aus einer bestimmten Gruppe zu einer Fokusgruppe einladen. Und ich kann aber, und das ist heute ganz, ganz interessant und es ist extrem wichtig heute, ich kann Menschen aber auch aufgrund zunehmender Digitalisierung und zunehmender Vernetzung im Internet beobachten. Teilweise sogar schon in Echtzeit. Und jeder von uns, der im Internet unterwegs ist, hinterlässt dort eine Spur. Und wir fragen zum Beispiel Suchsysteme, wir bewegen uns in unterschiedlichen Systemen. Und aus diesen Bewegungen und aus diesen Fragestellungen kann ich natürlich über Inhaltsanalysen im Rückschluss auf die Motive, auf die Beweggründe zurückschließen, was treibt denn eigentlich unsere Kunden an? Okay. Wenn ich keine Marktforschung mit Kontakt der Kunden oder zur echten Bedarfsgruppe machen kann, vielleicht aus zeitlichen Gründen, vielleicht aber auch aus finanziellen Gründen, weil mir die Marktforschung jetzt im Moment noch zu teuer ist oder ich nicht die Möglichkeiten der Beobachtung im Internet noch nicht habe vielleicht, dann kann ich auch mit sogenannten Ad-hoc-Fragetechniken vorgehen. Das hat mir damals mein Freund Siegfried Vögele im Rahmen seiner Dialogmethode empfohlen. Das heißt, einfach ein ganz einfaches Spiel. Ich sammle alle Mitarbeiter im Unternehmen in einem Workshop zusammen, alle die Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben. Und ich sage und ich frage diese meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, hey, welche bisherigen Fragen stellen denn unsere Kunden und Kundinnen? Lass uns das mal sammeln. Dann sammeln wir das. Dann versuchen wir, diese Fragen, diese bisherigen, in ein Ordnungssystem zu bringen, also zu clustern. Und ihr erkennt, Karl Gratz macht so was Ähnliches mit seinen Betrachtungsebenen. Aus welchen Ebenen kann ich denn ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Fragestellung, eine bestimmte Herausforderung als Konsument betrachten, als Bedarfsgruppe betrachten? Und so kriege ich dann eben unterschiedliche Cluster. Und jetzt kann ich im nächsten Schritt in dieser Ad-hoc-Technik eben schauen, ob wir als Unternehmen die Fragen der Zielpersonen, die Fragen der Bedarfsgruppe auch wirklich beantworten. Im Verkaufsgespräch, am Telefon, auf der Webseite, auf der Landingpage, im Newsletter, im Everletter, im Direct Mail Print. Das heißt, beantworten wir die bisherigen Fragen unserer Kunden. Und wenn ich es ganz genau machen will, gehe ich jetzt her und nehme noch die Werbemittel der Konkurrenten, der Wettbewerber und schaue, wie beantworten meine Wettbewerber die Fragen, die bisherigen Fragen der Kunden. Und jetzt, im nächsten Schritt, überlege ich mir dann strategisch, welche neuen Antworten könnte ich denn meiner Bedarfsgruppe in Zukunft geben? Am besten ist es natürlich, ihr macht im Bereich der Marktforschung alle Punkte, die ich euch hier aufgezählt habe. Zumindest startet mit der Befragung, nutzt die Beobachtung und nehmt die Ad-hoc-Fragetechniken, um ein Bild von eurer Zielperson zu bekommen und so die Motive zu qualifizieren. Also, was haben wir bis jetzt besprochen? Bis jetzt war es ganz einfach. Wir haben uns überlegt, was sind eigentlich die Grundmotive des Menschen? Wir wollen an das große Ja. Kauf mich. Ja. Jetzt haben wir uns überlegt, was sind drei
Was sind nach Norbert Bischof die drei Grundmotive? Wir haben kennengelernt: Sicherheitssystem, Erregungssystem, Autonomiesystem. Wir wissen auch, dass diese Systeme in uns Menschen, je nachdem, was wir für ein Typ sind, unterschiedlich ausgerichtet sind, eine unterschiedliche Ladung haben. Und diese Motivsysteme können jetzt aufgrund eines Ereignisses, endogen oder exogen, in eine Schieflage kommen. Und diese Schieflage erlebt unsere Zielperson jetzt als Mangel. Und nochmal, der Anstoß kann exogen oder endogen sein. Exogen ist, wenn wir einen Push als Anbieter setzen. Das Ergebnis ist das gleiche. Unsere Zielperson erlebt einen Mangelzustand, die Schieflage seiner Motivsysteme, seiner Grundmotive, und das führt zu einem Ungleichgewicht, zu dieser Schieflage. Und jetzt, wir brauchen das, jetzt will der Konsument, der Kunde, der jetzt zur echten Bedarfsgruppe will nun diesen Mangel ausgleichen. Und für uns als Anbieter ist es jetzt eine ganz gute, interessante Situation, weil wenn wir die Motive, die Motivbündel unserer Zielpersonen kennen, was jetzt für die im Moment wichtig ist, wo die Schieflagen sind, was fühlen die, wo ist die Schieflage, wo ist die Lücke, dann können wir genau diese Motive, die ich jetzt hier auf diesem Bild grün gezeichnet habe, diese Motivbündel können wir jetzt in unserer Kommunikation, in unserer Botschaft gezielt ansprechen. Und dieses gezielte Ansprechen nennt man spezifische Aktivierung. Also, Motive, Schieflage, erlebter Mangel, und dieser erlebte Mangel ist nun der Anstoß zur Motivation, zum Handeln, entsteht bei der Bedarfsgruppe. Jetzt hat sie einen Handlungswillen. Jetzt sagt, ich will Abhilfe schaffen. Ich will eine Lösung. Ich will wieder zurück zu meinem guten Gefühl. Ich will diese Schieflage, was auch immer diese Schieflage ist, beenden. Also, und hier zeige ich euch ganz kurz in diesem Meeting die sogenannte VAIE Motivationstheorie. Eine recht alte Theorie, aber nur weil eine Theorie alt ist, heißt es nicht, dass man sie heute nicht einsetzen kann. Und ich denke, wir sollten viel öfters ältere Theorien einsetzen und wir sollten viel öfters theoriegeleitet auch in der Praxis vorgehen, weil wir uns dann sparen, im Einzelfall uns hier und da eine blutige Nase zu holen. Man muss nicht immer das Rad 5 oder 6 Mal erfinden. Und deswegen ist an dieser Stelle die sogenannte VAIE Motivationstheorie eine ganz tolle Sache. Was heißt denn jetzt VAIE? Das klingt so komplex. Nein, das ist gar nicht komplex. Komplex. VAIE meint Valenz, es meint die Instrumentalität und es meint die Erwartung. Und diese Punkte erkläre ich euch jetzt schnell kurz und diese Punkte können wir relativ schnell abarbeiten. Also, was meint die Valenz? Die Valenz ist schnell erklärt. Die Valenz ist das Ziel eines Motivs, das, was eine entsprechend aktivierte Person jetzt erreichen will. Also die Belohnung. Sie will diese Schieflage beenden und sie will als Belohnung wieder diesen ursprünglichen oder diesen angestrebten Zustand erreichen. Also Belohnung hat sehr viel zu tun, das ist mit dem Anreiz, das gute Gefühl wieder zu bekommen. Und natürlich tummeln wir uns hier in dem Bereich des Nutzens. Damit du mit deinem Produkt und mit deiner Dienstleistung, mit deinem Wertangebot diese Belohnung einer Bedarfsgruppe liefern kannst, musst du die Zielperson, eben diese Bedarfsgruppe, sehr, sehr genau kennen. Sonst kannst du eben keinen Nutzen,
keine Lösung, keine Belohnung anbieten, die der Zielperson glaubhaft hilft. Also hier kommst du auch in den Bereich rein des Nutzens, des differenzierenden Nutzens, ob das jetzt ein objektiv differenzierender Nutzen, ein psychologisch differenzierender Nutzen ist, ohne den Rahmen dieser kleinen Session jetzt hier sprengen zu wollen. Ich greife immer auf das Münchner Nutzenschema von meinem ehemaligen Professor Dr. Rosenstiel und Peter Neumann zurück, die hier einen tollen Überblick geschaffen haben. Kann ich euch ja an einer anderen Stelle mal dann zukommen lassen. Und das hilft mir dabei bei der Beantwortung der Frage, warum soll der Kunde dein Produkt kaufen und nicht das Produkt der Konkurrenz? Werblich gesprochen sind wir nun im Bereich der Unique Selling Proposition, also die Werber drücken das als USP aus. Und wenn es dir nicht gelingt, eine USP zu schaffen, dann gibst du dem Kunden keinen Grund an die Hand, warum er jetzt explizit dein Produkt kaufen soll und nicht das Produkt der Wettbewerber. Dieser differenzierende Nutzen, der muss natürlich in der Botschaft, in dem Inhalt verpackt werden. Und zwar so, wie wir vorhin schon gesehen haben, so kodiert werden, dass die Zielperson diese Botschaft auch dekodieren kann, das heißt kognitiv versteht. Was meine ich damit? Diejenigen unter euch, die schon in meinen Seminaren oder Vorlesungen waren, ich habe hier immer das gleiche Beispiel, weil das recht plakativ erklärt. Stell dir vor, du bist ein 18-jähriger männlicher Texter in einer Werbeagentur. Und du hast jetzt die Aufgabe, packende Headlines und einen guten Copy-Text für ein Medikament für Frauen in der Menopause zu konzipieren, zu texten, zu schreiben, zu gestalten. Das ist gar nicht so einfach, oder? Stell dir vor, du bist ein 20-jähriger männlicher Texter und sollst jetzt für die Menopause einer Frau, für ein Medikament in der Menopause schreiben. Richtig. Das ist gar nicht so einfach und das kann der 18-jährige Texter nur, wenn er über Motivforschung vorher die Motive der Frau kennengelernt hat und diese qualifiziert hat. Für die Content-Freaks unter euch. Die meisten Produkte und Dienstleistungen, egal ob ich auf eine Landingpage schaue, ob ich mir Newsletter anschaue, ob ich mir Everletter anschaue, ob ich mir URLs anschaue, ob ich mir Webseiten anschaue, was auch immer. Die meisten Darstellungen von Produkten haben eben keine USP. Damit hat das Unternehmen aber für die erfolgreiche Kommunikation keine Inhalte, die unterm Strich verkaufen. Und das ist das Problem. Speziell die SEO-Freaks. Alles dreht sich in letzter Zeit immer mehr darum, ob der Anbieter gefunden wird. Und die Google-Gläubigen unter euch optimieren ihre Inhalte auf der Landingpage, auf der Website, dahingehend, dass sie auf die SERP, auf die erste Suchergebnisseite, wenn es für euch wichtig ist, im Google-System zu kommen. Aber bitte, bitte bedenkt, auf die SERP zu kommen, ist nur die halbe Miete. Was jetzt zählt und was viel, viel wichtiger ist, ist, ob der Suchende sich dann letztendlich für dein Produkt entscheidet. Darum geht's. Oder darum geht's hauptsächlich. Okay, also gehen wir zurück. Wo waren wir? Wir waren immer noch bei dieser VAIE-Motivationstheorie. Ich habe euch kurz erklärt, was ich unter Valenz verstehe. Und jetzt haben wir noch die beiden Punkte Instrumentalität und Erwartung. Instrumentalität ist recht schnell erklärt. Hier geht es darum, ob das Angebot aus Sicht des Konsumenten das richtige Mittel ist, um den gespürten Mangel zu beheben. Also eine Belohnung zu erreichen. Und auch das gehört natürlich in den Content. Und bei der Erwartung geht es darum, was die Zielperson, die Bedarfsgruppe,
objektiv glaubt und ob sie sich das Produkt leisten kann und ob es für sie zugänglich ist. Und denkt an dieses, was die Person subjektiv glaubt. Ja? Es geht in der Kommunikation nie um die Objektivität, sondern die Interpretation oder die Dekodierung eures werblichen Inhalts oder eures informativen Inhalts auf der Empfängerseite ist nie objektiv. Es ist immer die subjektive Interpretation dieser Zielperson, dieser Bedarfsgruppe, dieses Menschen. Und deswegen sollt ihr ja vorher, bevor ihr kodiert, in diese Motivwelt, in diese Grundmotive, in diese Beweggründe der Zielgruppe eintauchen, um dann vorausahnen zu können, wie die das wahrscheinlich subjektiv interpretieren und wie ihr ihnen das am besten kommuniziert. Also, was haben wir jetzt? Wir haben eigentlich alles besprochen jetzt, was wichtig ist, um das große Kaufjahr zu bekommen. Wir haben uns beschäftigt mit den Motivsystemen, mit den drei Grundmotiven des Menschen, das Sicherheitssystem, das Erregungssystem, das Autonomiesystem nach Norbert Bischof. Merken uns, warum ist das so toll? Weil Norbert Bischof eben die Erkenntnisse der Verhaltensforschung, der Evolutionslehre, der Hirnforschung, der Entwicklungs- und der Motivationspsychologie zusammengefasst hat und mit diesem System der drei Grundmotive ein einfaches System uns Praktikern zur Verfügung stellt. Und dann haben wir gelernt, dass dieses Motivsystem des Menschen natürlich unterschiedlich geladen ist. Und dann kann durch ein äußeres oder inneres Ereignis dieses Motivsystem, in dem wir Menschen uns gut fühlen, in eine Schieflage bringen. Sobald dieses System in Schieflage kommt, fühlen wir Menschen uns unwohl und es entsteht die Motivation dazu, Abhilfe zu schaffen. Also wir brauchen dieses, oder es braucht ein Ereignis, das diese Schieflage erzeugt, damit bei den Zielpersonen die Motivation, der Handlungswille entsteht. Ich muss hier Abhilfe schaffen, ich muss wieder zurück oder ich muss zu einem bestimmten Zustand und den könnte ich vielleicht mit dem und dem und dem, mit dem Produkt oder mit diesem Wertangebot erreichen. Das heißt, die Botschaft, die du jetzt aussendest mit deinem Wertangebot, also diese Belohnungsstory, die hast du jetzt aufgrund dessen, was wir besprochen haben, die hast du geschafft. Und jetzt musst du dir nur noch Gedanken machen, wie kriege ich diese Botschaft in die Köpfe meiner zukünftigen Bedarfsgruppe oder Zielperson. Damit das funktioniert, muss deine Botschaft aber gesehen werden oder gehört werden oder wenn es passt, multisensorisch gefühlt, gespürt, gerochen oder geschmeckt werden. Für mich als Psychologe ist eine Werbebotschaft, eine Informationsbotschaft, aber nichts anderes als ein Reiz. Das heißt, dieser Reiz, deine Botschaft, muss von der Bedarfsgruppe erst einmal aufgenommen werden und dann im nächsten Schritt wahrgenommen werden. Und das gesehen werden, ich wollte vorhin schon sagen, muss sichtbar werden. Aber ich vermeide gerade hier in dem Online-Marketing den Begriff sichtbar werden, sondern darum habe ich extra gesagt gesehen werden, denn weil die SEOs gleich dann immer wieder mit dem Sichtbarkeitsindex daherkommen, was in diesem speziellen psychologischen Fall eigentlich gar nichts zu tun hat oder nur sehr am Rande zu tun hat. Es geht darum, ob die Botschaft den Medienfilter durchbricht, ob die Botschaft von deiner Bedarfsgruppe physisch aufgenommen werden kann, von den Sinnesorganen, um dann im nächsten Schritt auch wirklich elaboriert, das heißt wahrgenommen, zu werden. Und das hat eben nichts mit diesem Sichtbarkeitsindex, mit dieser Beruhigungskennzahl für Marketer
und CEOs und Vertriebsmanager zu tun, sondern es geht wirklich um das physische Gesehen, gehört, gerochen, gefühlt werden. Gut. Und das Gehörtwerden wird in Zukunft auch immer wichtiger werden, weil wir mit bestimmten Suchsystemen, mit denen wir in Zukunft kommunizieren, eben das nicht mehr schriftlich machen, sondern mündlich, deswegen gehört werden. Also denkt nur mal, wenn ihr mit eurer Amazon Alexa sprecht, dann geht da nichts mehr schriftlich, textmäßig hin und her, sondern wir sind in der Sprache angekommen. Okay, als nächstes wichtig, um das große Ja zu bekommen, ist eine weitere Theorie, das sogenannte Elaboration Likelihood Modell. Ich benutze diese alte Theorie deswegen sehr gut, weil es sehr schön aufzeigt, das ELM, dass wir Menschen bewusst, teilbewusst bis hin in den peripheren Bereich Botschaften, Reize aufnehmen und wahrnehmen können. Ich trenne jetzt immer Aufnahme von Wahrnehmung. Da werdet ihr euch fragen, warum sagt er das immer dazu? Die Aufnahme, also wenn ich etwas höre, wenn ich etwas sehe mit meinen Sinnesorganen, dann ist es nur ganz, ganz kurz in meinem Hör- oder Sehapparat und nur wenige Reize durchdringen das in das nächste, kommen in die nächste Ebene und die Dinge, die für mich interessant sind oder interessant scheinen, da beginne ich diese Dinge zu elaborieren, mich mit ihnen zu beschäftigen. Und ab dem Zeitpunkt geht eigentlich erst die Wahrnehmung an. Okay, ist ein anderes Thema. Wollt nur erklären, wenn ihr dann sagt, wieso sagt er immer Aufnahme und Wahrnehmung und da steht doch nur Wahrnehmung, was meint er damit? Okay. Also wir wissen, wir Menschen, wir können bewusst Reize aufnehmen und das Elaboration Likelihood nennt das dann die Central Route to Persuasion und wir können teilbewusst aufnehmen und natürlich, so das Elaboration Likelihood Modell, gibt es eben auch eine periphere Reizverarbeitung, die über die sogenannte Peripheral Route to Persuasion läuft, eher verschwommen, eher unscharf. Aber viele, viele Dinge, die meisten Dinge nehmen wir dann eben peripher wahr. Das ist ein Vorbeihuschen. Irgendwas wischt an uns vorbei und wir sehen unscharf. Wir können es noch einordnen, aber wir müssen uns nicht bewusst diesem Reiz zuwenden. Eure berechtigte Frage: Hey, was erzählst du uns jetzt? Was soll jetzt bitte das Elaboration Likelihood Modell? Und was soll diese Route? Central Route to Persuasion und die Peripheral Route. Was nehme ich jetzt als Marketer damit? Als Marketer kannst du einfach mitnehmen, dass nach dem Elaboration Likelihood Modell, je nachdem, wie du die Reize verarbeitest oder wie ein Mensch oder deine Bedarfsgruppe deine Information verarbeitet, entweder bewusst oder peripher, du diesen Modus beachten musst in deiner Kommunikation, ein komplett anderes Medium wählen musst und vielleicht, und nicht nur vielleicht, sondern auch die Gestaltung deiner Texte, deiner inhaltlichen Darstellungen komplett anders aufbauen musst, je nachdem, auf welcher Route to Persuasion du im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes unterwegs bist. Also, nochmal zusammengefasst, beachte das bitte bei der Auswahl der Instrumente und der Medien und bei deiner Inhaltsgestaltung. Kommunizierst du mit einer Person, die dir bewusst Aufmerksamkeit spendet, oder kommunizierst du mit einer Masse an Menschen, die nur am Rande wahrnimmt, peripher, unscharf, dass du mit ihnen sprichst oder dass hier mit ihnen kommuniziert wird? Über das Elaboration Likelihood Modell hinaus zeigt uns heute die Forschung der impliziten Wahrnehmung, dass wir Menschen eben nicht nur bewusst, teilbewusst und peripher wahrnehmen können, sondern eben auch implizit, das heißt unbewusst. Und diese Forschung, diese Implizitforschung zeigt uns auch, dass fast alle Entscheidungen, die wir Menschen treffen, unbewusst passieren. Und auch die wichtigen Entscheidungen. Also,
An den Homo economicus, an die BWLer unter euch. Ratio, kognitive Verarbeitung, AD. Emotionales Verkaufen macht oft das Rennen. Und emotional kann ja auch ganz schön vernünftig sein, wie wir später noch sehen werden. Aber der Homo economicus, sorry, der bestimmt nicht mehr oder hat wahrscheinlich noch nie unser Entscheidungsverhalten beeinflusst oder nur bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, bei vielen Entscheidungen bekommt unser Pilot, so nennt man das bewusste Denken, gar nicht mit, dass der Autopilot im impliziten Bereich schon längst für uns entschieden hat. Und Gott sei Dank entschieden hat, weil nämlich die bewussten Entscheidungen, wo wir kognitiv an die Sache herangehen, natürlich einen gewissen Aufwand, einen gewissen Zeitaufwand benötigen und wir in unserem realen Leben aber viele Entscheidungen blitzschnell treffen müssen, tagtäglich. Und da wäre der Weg über das bewusste System viel zu langsam. Also man sieht, wie komplex die Wahrnehmung eines Reizes sein kann. Und deswegen ist es eben für einen Marketing-Experten und einen Kommunikationsexperten extrem oder enorm wichtig, dass uns die Zielperson im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes ihre Aufmerksamkeit spendet. Aufmerksamkeit. Es geht um Aufmerksamkeit. Hallo, herschauen, hallo, guck mich an. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das wichtigste Gut, die wichtigste Währung, die uns ein Konsument, ein Kunde, eine Bedarfsgruppe spenden kann. Also gesehen werden ist gar nicht so einfach. Und im Spielfeld der Suchmaschine Google, wenn Google für dich noch wichtig ist, entscheidet eben Google quasi als Vermittler, als Vermittlungsinstanz, als mächtige Vermittlungsinstanz, ob es dich dort in diesem Google-Spielfeld überhaupt gibt. Und für den Bereich Google-Welt eröffnet sich an dieser Stelle dann eben auch diese große Spielwiese, sehr viele Kran des Search Engine Marketing. Diesen Begriff verwendet man ja heute eigentlich nicht mehr so, sondern man spricht von SEO, Search Engine Optimization, auch so ein Schwachsinn. Du wirst sicher nie die Suchmaschine Google optimieren, sondern du wirst deine Dokumente, deine Inhalte, deine URLs so optimieren, dass es den Spielregeln, den Algorithmen der Suchmaschine Google oder einer anderen entspricht. Und SEA, okay, das kennt ihr natürlich auch alle als Profis, das heißt Search Engine Advertising, da sind halt gemeint jetzt hier die Anzeigen, die AdWords bei Google. Und ja, also, die Werbebotschaft, es geht darum zu sagen, hallo, ich bin auch da, auf dieser Spielwiese, auf diesem Marktplatz, hallo, ich stehe hier auch rum und habe auf diesem Marktplatz einen Stand. Also jetzt geht es praktisch darum, auf dem Marktplatz Google zum Beispiel einen Stand zu haben, einen Stand zu bekommen, sichtbar zu werden und dort auf diesem Marktplatz eben auch für bestimmte Besucher findbar zu sein. Oder wenn für dich eben die Spielwiese Google nicht unbedingt mehr up to date ist, versuchst du eben in anderen Suchsystemen findbar zu werden. Karl Gratz hat uns in der letzten Zeit sehr viel davon erzählt, dass allein in Deutschland 120.000 relevante Suchsysteme gibt, wo es Sinn macht, hineinzugehen, um die Bedarfsgruppe dort anzusprechen und zu erreichen. Diejenigen, die mein Involvement-Konzept kennen und die Entwicklung dieser aus dem Involvement abgeleiteten Strategien, das ist für mich Strategie 2. Also mich zu fragen, wo sind zeitliche und örtliche Konzentrationspunkte, wo mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit
Davon auszugehen ist, dass sich interessierte Personen, Klammer auf, high involvierte Personen, Klammer zu, für mein Produkt tummeln. Online wie offline. Und deswegen macht es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Sinn, dass du nicht gleich zu Google rennst, sondern überleg dir mal, hoppla, wo sind denn zeitliche und örtliche Konzentrationspunkte oder alternative Touchpoints, alternative Suchsysteme, wo ich der Bedarfsgruppe, die sich jetzt in einer Schieflage befindet, mein Wertangebot anbieten könnte. Aber denk dran, damit hast du immer noch nicht das Problem gelöst. Am Ende das große Ja, ich kaufe dich zu bekommen. Und selbst wenn dein Produkt objektiv das beste Produkt ist, denk dran, was ich vorher gesagt habe, der Kunde, die Bedarfsgruppe wird immer subjektiv und wie wir gesehen haben, sehr, sehr oft eben auch implizit, intuitiv, Automatismen und Routinen und Heuristiken folgend entscheiden. Die Kunst, das große Ja zu bekommen, ist also erstens mal findbar zu sein, irgendwo rumzustehen und gesehen zu werden, damit die Aufmerksamkeit gespendet zu bekommen. Und die andere Seite der Medaille, der Schritt 2 ist es, und jetzt den Sack wirklich zuzumachen. Deswegen machst du das ganze Spiel ja. Okay, klingt einfach, aber wie wir sehen, ist es in der Praxis natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Und wir fragen uns natürlich, hey, wovon hängt denn das ab? Welche Reize einer Person ihre Aufmerksamkeit spendet? Und hier, glaube ich, hilft uns das psychologische Konstrukt Involvement, denn wir Menschen haben ein persönliches Involvement und ein situatives Involvement. Und Involvement heißt oder meint die Zugeneigtheit einer Person, einer Bedarfsgruppe zu einem bestimmten Thema. Das Involvement kann jetzt persönlich sein, also denk dran, ein Hobby von dir zum Beispiel. Du tust Bergsteigen, du tust Skifahren, du tust Wandern, du tust Fallschirmspringen, du tust Fotografieren. Und wenn du fotografierst, bist du natürlich immer leicht persönlich höher involviert als die Masse, wenn es um das Thema Fotografie geht. Wirst also eher Aufmerksamkeit spenden. Das heißt, der Anbieter, du, der jetzt Fotoprodukte verkauft, der muss nicht so laut schreien, sondern der kann das leiser sagen. Und situatives Involvement meint Dinge, die nach einer kurzen Zeit wieder vergehen. Du musst deine Steuererklärung nächste Woche abgeben, du darfst ein Auto kaufen, etc. etc. Das heißt, dann dauert dein erhöhtes Involvement so lange an, dein Involvement-Fenster ist so lange geöffnet, bis du diesen Fall, diesen Einzelfall für dich dann entschieden und erledigt hast. Involvement. Das Involvement kann natürlich, wie wir jetzt gesehen haben, high sein und es kann low sein. Ich kann stark interessiert sein oder eher weniger. Und mein Tipp an euch, wenn ihr das große Ja bekommen wollt, ja, dann denkt daran, wie ist der Modus im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes bei meiner Bedarfsgruppe, auf die ich in dem Moment treffe. Also mach dir Gedanken über den Modus. Triffst du auf eine Person, die high involviert ist, dann wird diese Person bewusst den Reiz, deine Information bearbeiten und verarbeiten. Wir wissen aber, dass bei bewusster Reizverarbeitung nur 50 Bits pro Sekunde zur Verfügung stehen. Klingelt jetzt mein Handy, sind von den 50 schon 25 Bits weg. Das heißt, wir müssen einem Menschen, der bewusst wahrnimmt, und das ist in unserem System ja genau der Suchende, der auf eine Webseite kommt und nun die Information haben will, der etwas liest von dir, ein Suchender, der das bewusst macht. Denk dran, er hat eben nur diese 50 Bits. Also unterstütze ihn, mach das Formular so, dass es übersichtlich ist. Glieder das, mach Headlines, mach unterschiedliche Headlines.
Bring eine Liste rein, bring eine Struktur rein, bring ein Testimonial rein, bring Erklärungsfilme rein. Und das waren jetzt alles psychologische Punkte, die ich dir empfohlen habe, aus der Markt- und Werbepsychologie. Und komisch, gell? Eigentlich sind das ja auch Punkte, die irgendwie die Suchmaschine Google versucht mit Algorithmen abzuprüfen. Ja, gar nicht so dumm, Google. Der nächste Punkt: Was passiert im Low Involvement? Denk dran, im Low Involvement sind die Leute extrem schnell im Verarbeiten, aber sie interessieren sich eben nicht bewusst für dein Produkt. Und danach musst du eben die Tools und die Instrumente und die Touchpoints auswählen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Nur wer das aktuelle Involvement beachtet, kann dafür den richtigen Inhalt schaffen und den richtigen Touchpoint auswählen und am Schluss zum großen Ja kommen. Noch zwei Worte zum Touchpoint und Medium. In letzter Zeit werde ich immer oft öfters von Kunden gefragt: Naja, was sollen wir denn machen jetzt, Herr Fischer? Sollen wir jetzt Anzeigen schalten bei Google oder sollen wir lieber die Anzeigen schalten bei Facebook? Oder sollen wir, das haben wir jetzt irgendwo gelernt bei einem Herrn Karl Kratz, auf ganz andere Suchsysteme ausweichen? Ich denke, hey, die Frage ist doch hier schon vollkommen falsch gestellt. Bei Google oder in einem anderen Suchsystem sucht ein high involvierter Mensch bewusst etwas, ein bestimmtes Produkt, um seine Schieflage wieder ins Lot zu bekommen. Er sucht. Also er will transaktional vielleicht etwas kaufen. Dann geht er zu Amazon. Er will irgendwo Informationen haben. Dann geht er vielleicht zuerst zu Google oder zu einem anderen Suchsystem. Aber er weiß schon, dass er dessen das Problem hat und dass er vielleicht dieses Produkt oder diese Dienstleistung haben will. Und jetzt musst du als Anbieter eben nur noch schauen, dass du zu dir kanalisierst und dass du ihn überzeugt, dass er das bei dir machen soll. Aber was er sucht, das weiß er doch schon. Das heißt, die Frage Facebook oder Google macht keinen Sinn. Dagegen, wenn er noch gar nicht weiß, dass er etwas haben will, dann musst du ihn begeistern. Und dafür passt eben dann eher Facebook. Das heißt, bei Google brauchst du ihn nicht mehr für das Produkt oder für eine bestimmte Warengruppe oder auch bei Amazon begeistern, nur noch, dass er bei dir kauft. Und Facebook, Kinder, das ist doch ein ganz anderer Business Case. Hier begeisterst du ihn. Hier zeigst du ihm durch Anzeigen, durch eine Canvas-Anzeige, durch ein Karussell, durch was auch immer. Hier begeisterst du ihn für dein Produkt, für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Oder hast du schon mal in Facebook nach irgendwas gesucht? Oder kennst du da einen Schlitz, wo du da was reinschreibst? Ich suche das und das. Also zwei komplett unterschiedliche Business Cases, psychologisch eben abgeleitet. Einmal der bewusst high involviert Suchende nach einem bestimmten Thema, der ist in Suchsystemen mit Sicherheit besser aufgehoben. Und Facebook mehr zur Inspiration, mehr für den Impuls, mehr um Menschen für irgendetwas zu begeistern. Und denk dran, bei dem Begeistern vielleicht auch noch einen kleinen Tipp, wenn man von Motiven und Bedürfnissen spricht. Wir müssen Bedürfnisse wecken. Nein, ihr könnt Bedürfnisse nur wecken, die schon da sind. Gehen wir wieder zurück auf diese drei Grundmotive: Sicherheit, Erregung und Autonomie. Ja, jetzt sagen viele: Naja, gut, ich schaffe das Bedürfnis nach Gleitschirmfliegen. Das hat es ja vorher noch nicht gegeben. Ich erschaffe das. Nein, das stimmt nicht. Das Bedürfnis, das da hinten steht, ist eben das Bedürfnis der Erregung. Das ist der Drang, der Spieltrieb, was Neues zu machen, was Neues zu entdecken. Und das Gleitschirmfliegen kann ich euch gleich sagen, weil ich selber miterlebt habe, wie das entstanden ist. Fallschirmspringer wollten zum Fallschirmspringen gehen, oft in die Bergen, oft schlechtes Wetter.
Du sitzt und sitzt und weil schlechtes Wetter ist, kannst du nicht springen. So, und dann haben viele angefangen mit dem Schirm einfach den Berg hinunter zu rennen und zu sagen, naja, vielleicht fliegt er ja ein bisschen. Und so ist aus dem Fallschirmspringen das Gleitschirmfliegen hat sich dann so entwickelt. Man hat dann den Gleitschirm, den Gleitwinkel etc. immer wieder verändert, verändert, verändert. Und so hat sich aus dem Fallschirmspringen das Gleitschirmfliegen entwickelt. Man hat aber nicht das Gleitschirmfliegen ein neues Bedürfnis geschaffen, weil das Motiv oder ein neues Motiv geschaffen, das Motiv nach Gleitschirmfliegen. Nee, das Motiv war schon da. Das Motiv ist eben das Motiv Erregung und dafür hat man eben eine neue Alternative geschaffen. Aber das nur so am Rande, weil das ja immer diskutiert wird oder immer öfters. Also, zum Involvement zurück. Damit ist das aktuelle und persönliche Involvement der Zielperson die Messlatte für die Auswahl des Mediums, das du einsetzt, den Touchpoint, und mach dir Vorgaben für die richtige Codierung des Inhaltes deiner Botschaft. Merk dir, sucht ein Mensch nach einer Sache, einem Produkt, einer Dienstleistung etc., dann hat er Fragen und er will jetzt gute Antworten auf seine Fragen haben. Das heißt für dich, deine Anzeige, deine Landingpage, deine Webseite muss ihm jetzt als eine Art Ersatzgespräch die notwendigen Antworten liefern. Okay? Das kann deine URL aber nur, und jetzt schließt sich der Kreis, wenn du dich eben mit dem Bedarfsträger, der Bedarfsgruppe, der Zielperson, siehe oben, schon einmal auseinandergesetzt hast, die Motive kennst, die Gefühle kennst, die Probleme kennst, die Insights kennst und nur wenn das aktive oder wenn du das aktuelle Involvement deiner Bedarfsgruppe beachtest, kannst du dafür den richtigen Touchpoint wählen, die richtigen Inhalte erschaffen und dann damit glaubhaft überzeugen. Und so kriegst du am Ende das große Ja. Also, vielen Dank für die knappe Stunde, 52 Minuten. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zu dem Thema Kauf mich, zu dem Thema Motive, Motivation erzählen können und euch ein paar Tipps an die Hand gegeben, wie ihr eben dieses große Ja schafft. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, zu diesem Thema, wie immer, ihr könnt mich gerne anrufen. Unter meiner Telefonnummer 0171 359 21. Ich glaube, die stimmt gar nicht. 0171 358 2159. 358 2159 oder unter meinem E-Mail oder wie immer auf meinem YouTube-Channel hier. Und vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag und ja, maximale Kampferfolge bei eurer persuasiven Kommunikation. Liebe Grüße, euer Peter. Tschüss.